Meinst du das mit Freundin gemietet? Wieso sollen wir das gucken? Ich habe mir... What the fuck ist das? Ich habe in Japan eine Freundin gemietet. Heute... Ich habe mir heute in Japan... Ich habe mir heute in Japan eine Freundin gemietet. Hi. Meine Freundin, Mitsuki. Okay, bevor ihr euch jetzt denkt, what in the Menschenhandel macht Kuro da drüben in Japan... Das Cringe Overdose, by the way. Bruder, wieso willst du dann, dass ich's gucke? Eigentlich, lasst es mich erklären. Das Phänomen der Einsamkeit ist in Japan ungefähr so präsent wie in Deutschland verspätete Züge oder ungeduschte Anime-Fans. Und genau aus diesem Grund sind Rent-A-Girlfriend-Agenturen so beliebt. Also, Freunde, worauf warten wir? Ab ins Date! Mitsuki, wie bist du drauf gekommen? Genau, Speedy hat das doch auch gemacht, oder? Speedy hat sich auch eine Freundin gemietet, oder nicht? Um das zu machen. Manga. Was sag ich Speedy, Junge? Wieso nenne ich ihn Speedy? Was war sein Name nochmal? Aisho Speed, genau, ja. Nachdem ich den Manga Rent a Girlfriend gelesen habe, nein. Wollte ich auch unbedingt diese Erfahrung machen. Also bewerbe ich mich als Freundin. Die interessanteste Erfahrung, die du gemacht hast. Das war das Verrücktste, was dir passiert ist in dem Job. Und das wirst du niemals vergessen. Eine Rental Girlfriend kannst du auch für Zoom Calls buchen. Genau für so einen Call wurde ich für 30 Minuten gebucht. Und nachdem er mir kurz sein Gesicht gezeigt hat, hat er sich entspannt nach hinten gelegt. Und wir starten uns super unangenehm ganze 30 Minuten nur an. Das in Japan ist immer nein. Und das sehe ich sehr oft. Ja, okay, Junge. Natürlich heißt das nein. Was soll das sonst bedeuten? X. Bitte schön. Oh. Du sprichst Deutsch? Was ist dein Lieblingsdeutsches Wort? Kugelschreiber. Mein Lieblingswort? Ja, mit der Kudasai. Mit dem Segen meines Vaters heißt es nun, Mitsuki näher kennenlernen. Wer weiß, vielleicht ist sie am Ende ein Serienkiller oder noch schlimmer, ein Fairytale-Fan. Was ein schöner Tag. Mit meiner Freundin aus Japan. Darf ich dich was fragen? Oh, hell no! Bruh. Du musst ehrlich sein. Was ist dein Lieblingsanime? Shingeki no Kyojin. Warum gerade Attack on Titan? Warum? Eren hat nichts falsch gemacht. Sasagio, Sasagio, Shin Soreyo, Sasagio. Aber was hältst du von Death Note? Schneid es aus mir raus, bitte! Kira und Ryuk? Shinigami? Das ist schon sexy. Boah, imagine this. Also ich kann mir vorstellen, dass das gab, dass jemand sich so ein Girlfriend gemietet hat und dann am Ende sich in diese Frau verliebt hat und die geheiratet hat. Imagine this, ohne Scheiß. Ich nehme dich mit nach Deutschland, okay? Eine Familie gründen. 6 hübsche Kinder. Alles Weeps. Alles richtige Weeps. Kommst du mit mir? Nur du und ich. Ja, okay, sag halt nein. Aber wieso guckst du so angewidert? Wieso guckst du so? Da gibt Leute, die machen das einfach unironisch. Junge, das ist komplett verstörend. Was ist dein Lieblings-Ghibli? Ghibli-Film? Sento Chihiro. Jiro! Oh mein Gott, Haku! I love Haku! Wer ist cooler, Haku oder ich? Dann wie geht es? Bro, gibt's hier actually Leute, die Rent a Girlfriend geguckt haben? Manche Leute, die sagen, es ist actually wirklich ein guter Anime. Date ist das hier eigentlich, Mitsuki? Also ich will jetzt nicht einer von vielen sein. Dein viertes? So eine bist du also. So eine. Gefällt mir. Was denken deine Eltern eigentlich darüber, was du machst? Und was denken die über das Ganze? Ah, oh, so fremdschamerregend. Oh mein Gott, Bruder, ich könnte sterben jetzt. Ohne Scheiß, mir geht's gar nicht gut. Oh. Die wissen das, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Die wissen das nicht? Sigrid? Oh, du bist so eine richtige Frankfurterin ist das hier. Und jetzt packe ich alle Register aus. Und mit Ski vom...
Wer sich sowas auf Ernst holt, sollte sich Hilfe suchen. Junge, ihr wundert euch alle, obwohl wir einen Menschen haben in unserem näheren Umkreis, der das jedes Wochenende tut. Edis der Breite mietet sich E-Girls im Internet. Was ist der Unterschied dazwischen? Um meine Qualitäten als Freund zu überzeugen, werde ich jetzt einen meiner crazysten Zaubertricks vorführen. Look at it and show the camera. Show the camera. Vier an einem Tag ist crazy. Sie meinte von dem Tag, der vierte ist das niemals, Devsuki. Sie meinte insgesamt oder nicht? Meinte sie nicht insgesamt? Okay, you see this? And now, say hocus pocus. Hocus pocus. Hocus pocus. Boah, die Soundeffekte. Man nennt mich nicht umsonst den zaubernden Iraner. No, wait. This one. Okay. Ich wusste, gleich kommt mein erster richtiger Anime-Romance-Moment. So richtig auf einer Wiese an einem japanischen Fluss. Der Boden musste perfekt sein. Perfekto. Ich glaube aber, Zaubern kommt echt gut an bei Frauen, ne? Bro, sei mal ehrlich, wenn du so einen krassen Zaubertrick hast und die Person denkt, oh mein Gott. Bro, das ist bestimmt krass. Heute will ich von euch eine... Glaub nicht, nein, nee. Wirklich? Ich hab mir das voll cool vorgestellt. Neuen Namen. Was für Kuro. Ab heute nennt ihr mich bitte Kuris. Oh ja, der Rizzler, der Rizzler. Du hast gesagt, das ist dein viertes Date. Was machst du, wenn du dich verliebst? Wenn du so auf einmal merkst... Nein, what the fuck, was redest du? Ich würde direkt wegrennen. Oh, Rap-Bab übertreibt jetzt. Ja, okay, jemand zeigt einen Trick. Rap-Bab rennt weg. Stelle vor, Junge, was ist das denn? Was los? Boah, krass. Ich stehe voll auf diesen Typen, den ich date. Was, wie gehst du damit um? Also willst du damit sagen, dass ab morgen du joblos bist, oder was? Du musst dich übersetzen, okay? Ich hab's gecheckt. Machst du Sport? I love sports. Welche Sportarten? Soccer. Blue Lock. Yeah. Wer sagt Soccer? Bro. Blue Lock. Yeah. Was? Au, Ashi. Yeah. It's so good. Es, oh mein Gott, Freunde. Ich glaube nicht, date a girlfriend, mit... Football sagt man eigentlich international, Junge. Was redet ihr? Ist das euer Fußball oder Football? Ist das euer Ernst? Was für Soccer, Junge? Ich hab sogar gesehen, Leute werden im Internet gedisst, die Soccer sagen. Bitte, das ist gar nicht Millennial grad. Bruder, nee. Was für Soccer, Junge? Das könnt ihr mir nicht einreden, ohne Scheiß. Soccer ist NPC, ne, mehr. Dankeschön. Junge, einer, der hier seine Synapsen noch drin hat. Oui, welcher Sport noch? Basketball. Kuroko no Basketball. Oh mein Gott, okay. Wer ist deine Lieblingsfigur von Kuroko no Basket? Himuro. Aber Kuroko, wir haben in Deutschland richtig gute Synchronsprecher. Und ich bin auch ein Synchronsprecher. Hi. Let's say you. Do you know Jujutsu Kaisen? I play Gojo. Ja, ja, Deutsche Gojo. Gojo Satoru. Hi. Da bin ich baff. Sphärenentfaltung. Boah, das ist gerade mies, fremdschamerregend. Ey, Glückspilz, guckst du sowas for real privat, ohne Scheiß? Die endlose Leere. Ihr Blick ist einfach nur, halt dein Maul, Bruder, halt einfach dein Maul. Du klingst wie ein Mülleimer, der reden kann. Wieso denkst du, ist so ein Girlfriend-Rental-Service so bekannt in Japan? Also, wieso brauchen das so viele Leute? Hey, denkt sie wirklich, dass Leute angefangen haben, sich eine Freundin zu mieten, nur durch den Anime Rent a Girlfriend? Ich glaube, irgendwie schon vorher haben das Leute gemacht, aber kein Plan, Bruder. Ich weiß nicht. Weil sich ein großer Markt gebildet hat mit Leuten, die sich eine Freundin ausleihen wollen. Aber wie Freundin ausleihen? Würdest du sagen, dass Einsamkeit unter den Männern... Ey, ich habe einmal so eine Doku gesehen über Thailand. Und da ging es darum, dass da Männer sind, die zum Beispiel sich eine Frau nehmen und der Geld bezahlen, damit die mit ihm zusammen ist. Und da kam halt so ein deutscher Reporter und hat den Mann befragt. Das war ein Deutscher. Dann hat er so gefragt, ja, denkst du wirklich, dass diese Frau Interesse an dir hat und so? Und er meinte dann, ja, wir lieben uns. Und dann hat der Reporter gesagt, ja, aber zahlst du ihr Geld, damit sie gerade mit dir ist? Und dann meinte er, ja, mache ich, aber wir lieben uns trotzdem. Hier.
sehr oft ist, also dass viele Männer sich... Bruder, zahl ihr einen Tag kein Geld, die Alte ist schneller weg, als du gucken kannst. Einzeln fühlen und dass sie vielleicht auch niemanden zu sprechen haben und deswegen vielleicht auch Freundinnen mieten. Der Debris glaubt noch am Weihnachtsmann. Ja, so, so, Bruder. Mitski, dann würde ich sagen, hak dich mal ein. Wir gehen jetzt shoppen. Yeah. Shopping time. Im Namen Gottes willst du heute an diesem wunderschönen Tag ein One-Piece-Kaugummi haben. Könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt mich unromantisch halten, wie ihr wollt. Es, guck mal, ich sag, ich habe einen sehr harten, gemeinen Ausdruck jetzt. Es geht mir am Arsch vorbei, aber für keine Frau der Welt würde ich auf meine Knie gehen. Mir egal. Facts, period, slay. Ah, ja. Wir gehen jetzt zusammen mit Takashiyama shoppen. Und dort würdest du mich so richtig schön einkleiden. Von daher, mal schauen, was japanische Damen so... Der Einzige, vor dem ich auf die Knie gehe, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Bam! Was jetzt? An Geschmack haben. Gleich nach der Shoppingtour trafen wir noch auf eine super süße japanische Omi. Und sehr stark gesagt, Abo-Statement. Ja. Danach durften wir uns von Mitski verabschieden. Da waren wir also für einen Tag eine Freundin gemietet und das Fazit? Absolute Geldverschwendung. Vor allem, weil ich eine Freundin habe. Aber ey, jedem das Seine und immer... Malik meinte 1:1 das Gleiche. Irem, was denkst du, wer sein Lehrer war? Sensei Kakashi sitzt hier. Hatten wir eine lustige Zeit und konnten über Anime quatschen. Und falls ihr jetzt noch Lust auf weitere Japan-Videos von mir habt, checkt sie unbedingt aus. Alle purer Lachkick, super interessant. Und damit bis zum nächsten Video, liebe Jabrois. Und passt immer schön auf eure Chinchin auf. Hello-i. Also, was ich dazu sagen kann, das war ein Video, welches hochgeladen wurde auf youtube.com. Ja, das war's dann auch. Ja. Freunde, sorry, ne? Aber Tamsila, wirklich, das ist dieses Niveau, worauf man sich begibt, wenn man mit einer Frau diskutiert. Nein, Spaß, aber guck mal, was ihr schreibt. Was, wenn deine Frau schwanger ist und du ihre Schuhe zubinden musst? Würdest du niemals nicht auf deine Knie gehen? Ja, okay, Bruder, bitte. Hättest du gleich sagen können, was ist, wenn du eine Tochter hast und du ihre zeigen musst, wie du Schuhe bindest? Ja, okay, Bruder, bitte. So unnötig. Nein, nein, Minus. Apo geht nicht auf Knie, er legt sich auf den Boden. Genau, ich leg mich hin, Junge. So mache ich Schuhe zu.